Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar stelle ich euch die Top 5 Endergames-Kits auf dem Gomme-Server vor. Wir haben ja vor kurzem die Endergames-Kit-Serie beendet. Und daher kenne ich mich jetzt schon ein kleines bisschen mit den Kits aus und habe jedes Mal getestet. Aber beim letzten Endergames-Video habt ihr mir ja auch in die Kommentare geschrieben, welche Kits ihr am besten findet, beziehungsweise welche Kits eurer Meinung nach am stärksten ist. Da hatte ich ja nachgefragt. Und ein paar von euch haben auch eine Top 5-Auflistung reingeschrieben. Und ich habe jetzt versucht, daraus einfach einen Mix zu machen, Freunde. Das heißt, ich habe zusammengezählt bei den Kommentaren von euch, welche Kits ihr am stärksten findet. Und habe meine persönliche Meinung auch noch ein bisschen mit einfließen lassen. Deswegen haben wir jetzt einen guten Mix hier. Und dadurch kann ich euch dann heute die 5 besten Kits meiner Meinung nach und auch teilweise eurer Meinung nach präsentieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ein extra Kit oder 2 extra Kits habe ich auch noch mit am Start. Ja, wir haben 5 starke Kits und gegen Ende nenne ich euch auch noch 2 starke Kits, die auf jeden Fall erwähnenswert sind, aber es aus bestimmten Gründen nicht in die Top 5 geschafft haben. Also bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, bevor das Video jetzt losgeht, welches euer Lieblingskit ist. Ja, mich interessiert es mal, wie viele von euch sowieso schon mit einem Kit spielen, welches in dieser Top 5 Auflistung mit drin ist. Aber genug gelabert, Leute. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Kit. Und zwar haben wir auf Platz 5 das Enterhaken-Kit. Ja, bei dem Kit startet man mit einer Angel am Anfang und man kann sich mit dieser Angel an Spieler oder Blöcke heranziehen. Das Ganze hat allerdings einen 6 Sekunden Cooldown, also man kann nur alle 6 Sekunden sich mit der Angel irgendwo ranziehen, ansonsten funktioniert die halt in der Zeit wie eine ganz normale Angel, Freunde. Und dadurch ist man halt einfach sehr mobil und kann den Gegnern eventuell ziemlich gut einen First Hit geben. Allerdings ist das direkt ein Kit, was ich nicht unbedingt direkt mit in die Top 5 gepackt hätte, wenn ich diese Liste jetzt nur nach meiner persönlichen Meinung aufgestellt hätte. Denn das ganze Kit, ich weiß nicht, ich finde es nicht sehr einsteigerfreundlich. Also es ist jetzt nicht das Schwerste in der Welt, sich mit der Angel irgendwo ranzuziehen. Aber ich finde, um das Kit gut zu nutzen, muss man damit auf jeden Fall ein paar Mal gespielt haben, so damit man einschätzen kann, wie weit man fliegt und sowas. Und ich persönlich finde das Kit lustig, weil es ist sehr mobil. Man kann wirklich so coole Sachen mit dieser Angel machen. Aber man muss sich halt erstmal dran gewöhnen. Also mit dem Kit muss man wirklich ein paar Runden spielen, bis man das hinkriegt. Und es ist jetzt nicht sehr, ich sag mal, noob-freundlich. Noob-freundlich ist es jetzt nicht direkt. Da haben wir auf jeden Fall bei den höheren Plätzen ein paar Kits, mit denen man wirklich direkt komplett rasieren kann. Ohne dass man mit diesen Kits schon vorher eine Menge gespielt haben muss. Ah ja, einen kleinen Nachteil hat das Kit allerdings noch. Und zwar muss man aufpassen, dass man in diesen Kisten nicht die ganze Zeit Angeln einsammelt, weil man kann keine Angeln wegschmeißen. Also passt auf, dass euer Inventar nicht nachher voller Angeln ist. Auf dem 4. Platz haben wir das Kangaroo-Kit. Das Ganze ist auch ein Kit, mit dem man ziemlich mobil ist. Man hat zwar gar keine Ausrüstung am Anfang, aber man kann Doppelsprünge machen. Ja, mehr kann das Kit auch nicht. Das ist eine ganz simple Fähigkeit. Ihr drückt doppelt die Leertaste und macht einen Doppelsprung. Hat jetzt im Groben erstmal ungefähr die gleichen Vorteile wie das Enterhaken-Kit, aber nur ganz grob. Okay, passt auf. Hört mich erst an, bevor ihr in den Kommentaren rumflammt. Das sind ganz verschiedene Kits. Also mit dem Kangaroo-Kit ist man halt auch sehr mobil, wie zum Beispiel mit dem Enterhaken-Kit auch. Und man kann dadurch gut dem Gegner einen First Hit geben. Aber natürlich ist es ein krasser Unterschied, so, weil man springt nicht so weit, wie man sich mit dem Enterhaken zum Beispiel ziehen kann. Aber dafür hat man auch keinen 6 Sekunden Cooldown. Ich weiß gerade leider nicht genau, wie hoch der Cooldown ist. Aber ich glaube, man muss immer nur einen Sprung wieder warten, bis man wieder einen Doppelsprung machen kann ungefähr. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall ziemlich oft einen Doppelsprung machen. Und es macht einfach Spaß. Ich finde, dadurch ist das Ganze ein bisschen einsteigerfreundlicher. Man hat halt im Prinzip nur einen ganz simplen Doppelsprung und zieht sich nicht je nach Winkel der Angel noch irgendwie anders an den Gegner ran oder sonst was. Aber man muss natürlich aufpassen, denn wenn man weniger als 4 Herzen hat, kann man keinen Doppelsprung mehr machen. Also da muss man mal gut auf sein Leben achten, ansonsten stirbt man vielleicht dumm. Wenn man irgendwie denkt, okay, ich mache jetzt einen Doppelsprung und komme weg, aber man hat nur 4 Herzen und stirbt. Ist mir schon öfter passiert. Aber das ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingskits. Das Kangaroo-Kit, Leute, kann ich empfehlen. Ist einfach komplett lustig. Man kann die ganze Zeit Doppelsprünge machen. Es macht einfach Spaß. Man ist mobil, es ist simpel, es ist geil. Auf dem 3. Platz haben wir das Tor-Kit. So, und das ist jetzt das Kit, Freunde, wenn ihr sagt, okay, ich bin kompletter Minecraft-Noob, ich kann gar nichts, aber ich will trotzdem stark sein, Tor-Kit. Ich glaube, viele Endergame-Spieler hassen auch Leute, die das Tor-Kit benutzen, habe ich zumindest so mitbekommen bis jetzt. Mit dem Tor-Kit kann man alle 5 Sekunden einen Blitz schießen, ja, man startet mit einem goldenen Helm und ja, einem goldenen Hammer steht da. Thors Hammer, es ist eine goldene Axt und mit der kann man halt diese Blitze schießen und man kriegt direkt auch noch einen goldenen Apfel mit dazu. Worauf man achten muss am Anfang ist, das hat mich verwirrt, wenn man diese goldene Axt hat, schießt man mit Linksklick den Blitz. Ich dachte aus irgendeinem Grund, dass es mit Rechtsklick ist, aber es ist mit Linksklick. Da müsst ihr einfach nur am Anfang drauf achten. Der Rest ist relativ simpel. Ihr trefft jemanden mit einem Blitz, der kriegt 2 Herzen Schaden. Egal welche Rüstung der trägt, der kriegt auf jeden Fall 2 Herzen Schaden. Und diese Blitze treffen auch unter der Erde. Man kann sie auch vor allem gut nutzen, wenn man mal wieder so einen Typen in der Runde hat, der sich nur nach oben stackt, weil die Blitze treffen ihn halt trotzdem. Egal wie weit er sich nach oben baut, die Blitze treffen. Man kann ziemlich gut, Freunde,
das macht das Ganze echt simpel, wenn ihr Optifine habt. Zoomt ihr einfach ran, haltet euer Fadenkreuz auf den Gegner und der Blitz trifft. Ist ziemlich einfach, den zu treffen. Und es macht das Ganze eigentlich auch so stark. Ich meine, sagen wir, ihr habt Lederrüstung, aber der Gegner hat Dia-Rüstung. Ihr könnt den theoretisch trotzdem killen. So, ihr rennt einfach die ganze Zeit weg, schießt den Blitz, wartet 5 Sekunden, schießt wieder einen Blitz. Am besten setzt ihr dem Boy noch ein Cobweb oder sowas, dass er sich nicht wegbewegen kann und spammt dann einfach mit diesen Blitzen zu. Und ja, ihr kriegt immer 2 Herzen Schaden. So, Freunde, jetzt wird es langsam ziemlich knapp. Platz 2 und Platz 1. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, ob ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich finde beide, wobei doch, eigentlich schon. Aber Platz 2 hätte es auch fast auf Platz 1 geschafft. Und zwar haben wir auf dem zweiten Platz, Leute, das Stomper-Kit. Der Stomper hat auch gar keine Ausrüstung am Anfang. Aber, ja, der Boy, der springt einfach irgendwo runter, kriegt maximal 2 Herzen Fallschaden und macht ultra den Damage, wenn er auf jemanden drauf springt. Ihr könnt einfach die Gegner stompen, Freunde. Einfach hochbauen, auf einen Gegner springen. Besonders geil ist das Ganze auch, wenn ihr irgendwie gegen ein Team kämpft und gerade noch in der Anfangsphase zum Beispiel seid und die sind sich noch am Equippen und sowas und passen nicht richtig auf. Ihr könnt auf beide gleichzeitig drauf springen, wenn die nebeneinander stehen und killt die beide. One Hit. Die sind einfach tot. Ich glaube, dass das Stomper-Kit allerdings, da könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Stomper-Kit macht keinen One Hit, wenn jemand jetzt zum Beispiel richtig krasse Rüstung hat, irgendwie Full Dia, verzaubert und sowas, vielleicht auch nur Full Dia. Aber normalerweise, also bis jetzt habe ich noch nie, also bis jetzt habe ich eigentlich immer damit Leute ge-One-Hitted. Ihr springt auf die drauf und die sind einfach komplett tot. Das ist auch das geilste Gefühl. Wisst ihr, ihr springt runter, zack, die sind tot und die rechnen nicht damit. Die sind einfach down direkt und wundern sich so, hä, was ist überhaupt mit mir passiert? Bei dem Kit könnt ihr halt besonders gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel am Anfang 2 Eisen habt oder so, Freunde, dann macht ihr euch einfach eine Schere, farmt ein paar Blätter und dann habt ihr direkt genug Blöcke, um euch hochzubauen. Falls ihr kein Eisen bekommt, macht ihr euch einfach eine Holzaxt oder sowas und baut ein paar Stämme ab, macht ihn Holzbretter und habt dann auch genug Blöcke. Also am Blöcke kommen sollte, glaube ich, nicht das größte Problem sein. Was nachher vielleicht ein bisschen belastend sein könnte, ist, wenn ihr im Finale seid oder generell nachher gegen erfahrene Spieler spielt, die fallen eigentlich meistens nicht mehr darauf rein, glaube ich. Also jemand, der regelmäßig Endergame spielt und auf euch zurennt und schon sieht, wie ihr euch nach oben baut, der checkt, dass ihr das Stomper-Kit habt. Der lässt sich nicht stompen. Aber gerade am Anfang kann man damit, glaube ich, ziemlich gut einfach ein bisschen Ausrüstung auch farmen und am Anfang passen die Leute auch nicht so krass auf. Vor allem, wenn ihr auf einem Baum seid, dann checkt das halt keiner. Ja, wenn ihr euch jetzt hochbaut, dann ist schon offensichtlich so, okay, Stomper-Kit, aber wenn ihr schon sowieso auf einem Baum seid, dann rechnen die nicht unbedingt damit. Und so könnt ihr halt einfach gerade am Anfang richtig coole Kills machen und es fühlt sich einfach nice an, Leute zu one-hitten. So, Freunde, auf dem ersten Platz, ja, Trommelwirbel bitte einmal, werde ich wahrscheinlich eh nicht einfügen. Auf dem ersten Platz haben wir das Enderman-Kit. Und zwar startet der Enderman mit 5 Enderperlen, ja, aber pro Kill kriegt er sowieso immer wieder eine Enderperle dazu. Und der Enderman kriegt weniger Schaden, wenn er Enderperlen schmeißt und kann Kisten von weitem öffnen. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn ihr in die Runde startet, müsst ihr nur euren Kompass in der Hand haben und dann könnt ihr die Kiste einfach schon öffnen, ohne euch nach vorne zu bewegen. Ah ja, ihr müsst den Kompass in der Hand haben, weil sonst funktioniert das nicht. Ihr müsst einfach, sobald ihr ein Item in der Hand habt, funktioniert das mit dem Kisten von weit öffnen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder einfach nicht geht. Also am Anfang einfach den Kompass in der Hand haben, dann könnt ihr die Kiste direkt öffnen. Der ist immer auf dem zweiten Slot, Leute. Also einfach zweiter Slot, Kiste, kann man direkt öffnen, ohne sich zu bewegen. Sehr geil. Und man kann halt einfach am Anfang wirklich richtig guten Loot kriegen. Ja, das Enderman-Kit klingt jetzt vielleicht erstmal langweilig, weil man hat keine ultra heftige Fähigkeit. Man kriegt halt weniger Schaden beim Enderperlen nutzen, kann Kisten von weitem öffnen und kriegt eine Enderperle pro Kill, aber das war es halt erstmal. Man hat jetzt nicht irgendwie coole Doppelsprünge oder kann Leute stompen und one-hitted die, aber ihr kriegt halt wirklich richtig guten Loot gerade am Anfang. Ich meine, ihr öffnet die Kiste, dann springt ihr runter, ihr seid vor den anderen unten, habt schon Loot bekommen und könnt euch mit diesen Enderperlen einfach von Kiste zu Kiste werfen und ihr müsst euch nicht so krass Sorgen machen, dass eure Enderperlen gleich weg sind, weil pro Kill kriegt ihr eh wieder welche. So viel Loot, wie ihr am Anfang bekommt, da findet ihr locker nochmal Enderperlen in irgendeiner Kiste. Es ist einfach ziemlich geil. Man ist ultramobil, kriegt richtig guten Loot am Anfang und kann dadurch dann halt auch einfach schnell Gegner töten. Und falls man mal in einer brenzlichen Situation ist, kann man sich auch mit der Enderperle saven, ohne jetzt direkt Angst haben zu müssen, dass man halt vom Enderperlenschaden stirbt. Weil so eine Enderperle kann schon ziemlich stark reinhauen. Ich weiß gerade leider nicht, wie viel weniger Schaden man kriegt. Falls ihr das wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber man kriegt auf jeden Fall deutlich weniger. Ja, Freunde, damit haben wir die hauptsächlichen 5 Kits durch. Ja, jetzt kommen wir zu den 2 anderen Kits, die es leider nicht mehr in die Top 5 geschafft haben, aber definitiv trotzdem erwähnenswert sind. Da haben wir als erstes das Soup-Kit, ja, das Suppenmeister-Kit. Mit dem Suppenmeister-Kit, Leute, hat man 6 Suppen am Anfang und kann halt ganz normal soupen. Ja, das heißt, ihr macht rechtsklick auf eine Suppe, kriegt instant Leben dazu und das war's. Ganz normal, ganz classic Soup, man kennt es. Problem ist allerdings, erstens muss man natürlich soupen können, um das Kit gut nutzen zu können. Kann ich selber leider auch nicht ganz so gut. Und bei Endergames gibt es nicht so viele Pilze.
Wasser. Zumindest sehe ich da nie wirklich Pilze. Das heißt, die Suppen, die man hat, sind wirklich stark limitiert. Man hat diese 6 Suppen am Anfang. Man kann auch Pilze in Ender Games finden, aber die sind, wie gesagt, sehr selten. Da müsste man mal gucken. Bestimmt gibt es auf manchen Maps mehr Pilze als auf anderen. Aber wie gesagt, ja, man muss suchen können und die Suppen sind sehr limitiert. Aber wenn man es damit ins Finale schafft, zum Beispiel mit den 6 Suppen noch und hat das gleiche Equip wie der Gegner, vielleicht auch schlechteres Equip, ist man trotzdem halt ultra gut dabei. Ja, und das zweite Kit, Freunde, das gute alte Zauberer-Kit oder Wizard-Kit oder wie auch immer. Erster Nachteil, ich glaube, dieses Kit ist das meistgehasste Kit in ganz Ender Games, Freunde. Also wenn ihr mit dem Kit spielt, kann es gut sein, dass euch die anderen Leute ein bisschen hassen. Aber Vorteil davon ist, es ist verdammt einfach zu spielen. Es ist sehr, sehr stark. Ich finde, es ist, glaube ich, schon fast viel zu stark. Und zwar haben Negativtränke keinen Effekt auf euch und ihr startet mit verdammt vielen Tränken. Ihr habt Schadenstränke, Regenerationstrank, Swiftestrank, Poisontrank, Erfahrungsfläschchen, alles, ja. Ich blende euch das Ganze einfach mal ein. Da könnt ihr selber sehen, was ihr alles für Tränke habt, ja. Das heißt, ihr lootet einfach ganz entspannt. Ihr habt ultra viele starke Tränke. Negativtränke haben keinen Einfluss auf euch. Und ihr könnt die Gegner einfach nur zu Tode nerven mit den Tränken. Aber dafür hasst euch dann gefühlt jeder Spieler in Ender Games. Das war's dann auch mit meinen Top 5 Kits in Ender Games auf dem Gommes-Server, Freunde. Wenn es euch gefallen hat oder irgendwie das Video euch weitergeholfen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt in die Kommentare geschrieben, welches euer Lieblingskit ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele davon in dieser Top 5 oder ja, von diesen 7 Kits mit dabei waren. Abschließend lässt sich allerdings noch sagen, Ender Games gibt es so viele verdammt coole Kits. Das ist unglaublich. Das ist nicht so wie in Skywars oder so, wo man einfach nur gefühlt immer mit dem Assassinen-Kit spielt, sondern Ender Games hat so eine riesige Vielfalt, weil man einfach mit diesen Kits immer verschiedene Fähigkeiten bekommt und nicht nur verschiedene Ausrüstung. Das heißt, ihr müsst nicht eins von diesen 7 Kits spielen, um zu gewinnen. Ihr könnt mit jedem Kit sowieso eigentlich theoretisch gewinnen. Wobei, es gibt ein paar Kits, die sind wirklich gefühlt komplett useless. Aber es gibt dafür auch richtig viele Kits, mit denen man verdammt viel Spaß haben kann. Wir können auch mal die Top 5 Kits vorstellen, die ja, mit denen man am meisten Spaß hat, die am spaßigsten sind. Oder die 5 schlechtesten Kits. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch noch Bock drauf habt. Und ja, ich würde sagen, das war's, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.